halt ihm mal Knacker an den Kopf hier. Digga, schieß ihn ab! Was ist da los? Der Pisser, Alter. Ja, yeah, hallo YouTube, schön, es geht am Start heute mit einem neuen Video. Willkommen auf meinem Kanal, Leute. Liken. Aua, scheiße, das war zu doll gewesen. Liken, abonnieren, favorisieren. Hallo Leute, Crymax hier und ich unterbreche mal wieder Philipp während der Begrüßung. Was geht ab, meine Freunde? So, Philipp, halt deine Schnauze. Willst du mal erzählen, was wir heute machen zusammen im Online-Modus? Wir werden heute Frauen flachlegen und werden Leute pranken. Oh shit, aber prank, überwiegend bro? Werden wir Frauen flachlegen, ja. Das wir ist werden, heute ja, Digga, der wir Plan. Wir besten Frauen klar machen. Wir werden Kinder zum Heulen bringen. Leute, wir sind die Schrecken der Open Lobby, würde ich mal sagen, oder? Ja, man, heute ist auf jeden Fall unsere Mission, mal ein paar GTA 5 Kinder zu trollen, würde ich mal sagen. Wenn ihr darauf auf jeden Fall Bock habt, lasst mal ein Like da, dann kann ich sowas vielleicht auf jeden Fall nochmal mit Philipp machen. Das Ganze ist quasi so wie auf meinem Kanal eine Fortsetzung mit den GTA 5 Kindern pranken. Und heute auf jeden Fall mal wieder zusammen mit Philipp. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, lasst uns ein Like da, abonniert unsere Kanäle und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal auf die Jagd und werden mal... Digga, lass mal schnell auf die Karte gucken. Guck mal. Ey, guck mal, da ist hier vorne direkt jemand im Kleidungsladen. Lass mal zum Kleidungsladen hinfahren, okay? Oh shit, Leute, lass mal direkt. Oh shit. Da kommt einer, rechts kommt einer. Was? Rechts kommt auch noch einer? Lass die mal gleich abknallen, wenn die lang kommen. Nimm ihn die Gun. Der kommt die lang gefahren, oder? Warte. Ich nehm direkt Panzerfaust. Kommt, guck mal, der steht da vorne. Siehst du ihn? Ah, doch, da hinten. Warte, ich schieß da hin. Ah, er bewegt sich. Er fährt. Nein, ja, der verpisst. Ich hab ihn verpasst. Okay. Komm rein, wir müssen schnell zum Kleidungsladen fahren. Ja, Mann, wir müssen jetzt echt mal schnell zum Kleidungsladen. Lass die mal, nimm mal Leuchtpistole und dann schießen wir in den Kleidungsladen mit Leuchtpistolen rein, Digga. Dass er abfackelt. Ah, guck mal, da ist noch einer. Der ist vor uns, muss man aufpassen. Ja, aber scheiß drauf, lass direkt zum Kleidungsladen fahren. Okay, direkt zum Kleidungsladen. Was denn hier passiert, Mann? Direkt Unfall oder so? Nein, das ist am Kleidungsladen, das ist am Kleidungsladen. Warte, okay, warte, Leuchtpistole. Ja, ja. Ja, okay, ich hab noch 11 Schuss. Lass mal reinschießen, den abfackeln. Auf Höhe! So. Da hab ich Spaß! Nein! Ey! Ey, Digga! Warte, ich schieß ihn ab! Geht weg! Ah, er brennt! Alter, verpisst euch! Schieß ihn ab, schieß ihn ab! Ja, Mann, ich schieß sein Auto ab! Warte, ich jag sein Auto in die Luft! Ich jag sein Auto in die Luft! Ja! Nice! Wo ist er? Okay, warte, wir fucken jetzt richtig ab. Wo ist er? Hier ist er. Ich seh ihn. Weil ich wäre Arbeitskleidung, lass mich da. Ey, was willst du, kleines Kind, Mann? Du wirst doch gar kein GTA spielen. Hau ab. Verpiss dich. Peino. Ja. Ah, jetzt hab ich aus, Digga. Pass auf. Und nochmal umgefahren. Was willst du machen? Guck mal, was ich mit deiner Leiche hier mache. Haha. Wir machen jetzt 1 gegen 1. Ich komm doch jetzt. Ja, wir kommen jetzt. Ey, schau mal, wie alt bist du? 13 oder so? Bist ganz schön fresh für dein Alter. Oha, ganz oha. Warte, da ist. Ich schieße die Reifen kaputt. Ah, nein, ey, was bist du? Oh, ich schieße, warte, pass auf. Ey, er kann gar nichts machen gegen das neue Auto. Steig mir die ein, warte. Ja, komm hier, steig ein. Guck mal, er schießt mit Panzerfaust. Ja, bringt ihn nichts. Ja, du kannst eh nichts machen, du Pisser. Haha, Mann, unser Wagen ist gepanzert. Kapiert der nicht, Digga. Er ist Opfer. Wie? Du bist jetzt Opfer. Digga, er ist richtig fresh, Mann. Du bist einfach ein schlechter GTA-Spieler, das ist das Problem. Er ist richtig fresh. Warte mal, wo ist der? Hast du ihn gesehen, Philipp? Der müsste hinter uns sein. Fahr mal hin, mal gucken, was er gerade macht. Ich glaube, der wird abhauen. Der wird schon erst gut. Diese Kinder heutzutage, die werden immer frecher, ja. Ne? Haben immer dickes Mundwerk und dann heulen sie. Ey, was kannst du überhaupt, hä? Ey! Und wieder umgefahren, ey. Scheiße, Mann. Digga, ey, ohne Witz. Das Stream-Team rasiert heute den Online-Modus, Leute. Ich glaube, wir müssen heute mal wieder ein paar GTA-Spielern Benehmen beibringen, Philipp. Da oben ist er wieder, komm. Pass auf, du kannst dich bei uns entschuldigen. Dann würden wir dich in Ruhe lassen. Ja, wir lassen dich in Ruhe, wenn du dich entschuldigst. Los, entschuldige dich. Entschuldige dich oder ich knall dich hier ab. Ich muss kurz mein Auto holen und dann können wir das besprechen. Nein, du darfst gar kein Auto fahren. Ey, bleib stehen. Bleib stehen, hab ich gesagt. Oh, scheiße, die Bullen sind fast umgefahren. Was ist das für ein scheiß Auto, Digga? Das ist ja der gleiche. Ja, das ist der kleinere. Guck mal, jetzt denkt er, wie können. Ja, komm, hol ihn dir. Jetzt denkt er, kann abhauen, weil er auch den Nightshark hat. Ich steig aus und schieße. Warte, ich glaube, er will sich im LS-Kasten verstecken oder so. Keine Ahnung, warte. Oh, ey, du Kind, bleib doch mal stehen. Oh, ey, warum kann ich da nicht drüber fahren? Digga, ich hab richtig Bock, den zum Heulen zu bringen heute. Hallo, da sind wir wieder. Nein, schau mal, da vorne fährt er. Ich glaube, sein Auto ist nicht so dick aufgetünt wie meins. Ramin weg! Ey, verpiss euch!
Entschuldige mich jetzt, du dürfst doch gar kein GTA spielen, Mann. Wie alt kannst du? Ja, wahrscheinlich. Wie alt bist du denn? Ja, wolltest du gerne wissen. Gehst du noch in die Schule? Ja, ich schicke arbeiten. Ja, wahrscheinlich. Bekommst Hartz IV oder so. Wahrscheinlich. Wo ist er denn jetzt? Bei Bennys. Du kannst mit dem Auto... Yeah. Nein! Oh, fuck, er kann mit dem Auto zu Benny. Scheiße, was machen wir jetzt? Digga, das Ding gefällt mir gar nicht. Warte, wir können ja auch reinfahren. Digga, warte mal, wir können ihn hier drin auch verfolgen. Ey, guck mal, der Bengel ist so dumm, der denkt, der kann es vor uns verstecken bei Bennys, Alter. Geht doch weg. Nein, du musst jetzt entschuldigen bei uns. Entschuldige dich. Ah, ich habe ihm Platten geschossen, ich glaube, er hat seinen Reifen... Entschuldige dich oder wir werden dich bannen lassen, und wenn es deine Eltern erzählen. Ich glaube, er hat seinen Reifen nicht getunt. Warte mal, ich glaube, er hat einen Platten. Doch, wir machen eine Anzeige. Dann kommst du in den Knast. Ja, das weißt du. Das ist illegal. Du darfst das doch gar nicht spielen, Mann. Ja, nein! Du darfst es doch nicht spielen. Max, Digga, ich glaube, ich muss die Bullen rufen. Ja, ruf mal bitte die Bullen. Ich kümmere mich hier um den. Ja, schönen guten Tag, Kriminalpolizei. Ey, Digga. Ja, und zwei. Guck mal, pass mal auf. Der fährt gerade in Ding. Der fährt gerade in Ding rein. Da können wir doch was. Ja, lass ihn mal reinfahren. Lass ihn verarschen. Voll, okay, nein, ich warte, wir machen. Warte, ich rufe MCO an. Ich stelle mich jetzt davor, dass er denkt, wir würden ihn verfolgen. Ja, genau. So, okay. Ja, oh nein, jetzt... Ich gebe mich nicht mehr. Oh nein, jetzt können wir... Oh nein, jetzt können wir ja gar nichts mehr machen gegen dich. Oh, du bist ja ein ganz cooler Typ. Du bist ja richtig cool, du versteckst dich vor uns. Du bist bestimmt einer, der bei Schlägereien abhaut. Ja. Ich passe davor auf, dass er nicht abhaut. Warte, wir stellen uns davor. Komm doch raus, wenn du dich traust. Alter, der wird jetzt so geprankt, Alter. Der wird jetzt so zerstört. Lasst ein Like da, meine Freunde. So. Er fühlt sich... Digga, ich wette, er fühlt sich gerade richtig cool. Ja, er fühlt sich gerade richtig cool. Er denkt so, ey, ich bin im LS Customs, die können mir nichts, ne? Aber du kannst da, du weißt schon, dass du da nicht die ganze Zeit drinne bleiben kannst, ne? Ja. Willst du da bis morgen drinne bleiben oder was? Ja. Ja? Wir nerven. Du nervst. Ja. Du hast da angefangen mit Beleidigung. Du hast angefangen, hast mich vorhin aus meinem Auto rausgezogen. Ja. Und dann haben wir erst... Da ja, du hast mich vorhin aus dem Auto rausgezogen, hast mich beleidigt. Und wir hören erst auf, wenn du dich jetzt entschuldigst, okay? Ja. Wir lassen dich dann in Ruhe. Wenn du dich jetzt entschuldigst, würden wir dich in Ruhe lassen. Ja, er ist draußen! Warte, Gold. Er hat Geld für Gold. Doch, ich hab Geld für Gold. Ey, Bruder, warte, er ist abgehauen. Scheiße. So, warte mal, verfolg ihn. Warte, ich muss ihn irgendwie... Ich glaube, es ist MCO. Ich muss ihn irgendwie aufhalten. Du musst dich jetzt entschuldigen. Dann lass mich dich okay, essen. Okay, Digga, verfolg ihn weiter. Ich bin MCO, ich komm hinterher. Oh, ich ramm hier alles weg, Mann. Wir kriegen ihn. Ganz ruhig. Wow. Bist du ein Hund oder was? Oder warum hast du wow? Meine Mutter ist ein Hund. Oha, Digga. Alter, jetzt reiß, Digga. Oha, Digga. Ohne Spaß. Okay, hast du ihn? Wo ist er? Ey, er ist hier. Schieß ihn an. Warte, ich schieß ihn an. Komm. Fahr wieder. Komm, versteck dich wieder. Ey. Lass mich rein. Der fährt rein. Ja. Der ist drin. Ja, so ein Vollidiot. Okay, komm. Stell die mobile Kommandozentrale davor. Warte. Oh shit, Leute. Komm. Warte. Schön davor schieben, Bruder. Weg, Digga. Nein, Digga, er will raus. Komm, schnell. Okay. Steh dir vor. Er kann nicht weg. Warte. Nein. Er ist wieder drin. Warte. Lass mich. Okay, Digga, jetzt ramm. Ja, ich schieb dich noch an. Lass mich. Er hängt da drin. Pass auf, du. Warte. Lass ihn da. Warte, ich fahr mal kurz da hoch, dann schau ich von oben, ob er da. Was ist denn? Oh mein Gott, er wird richtig aggressiv. Wir lassen dein Auto in Ruhe, Guck mal, er kann mich doch nicht abschießen, ist doch gepanzert. Warte, okay, komm, lass ihn jetzt. Nein. Scheiße, er ist rausgekommen. Lass ihn jetzt richtig abfuck, Digga, er hat kein Auto mehr. Er hat jetzt kein Auto mehr. Lass ihn die ganze Zeit jetzt abknallen. Ist egal, Mann, der wird jetzt richtig fertig gemacht. Der Pisser, Mann, was denkt er sich, wer ist? Ja, komm noch her, hä? Denkst du, du bist allein und kannst dich wenden? Denkst du, kannst mich töten, ne? Digga, sei mal nicht so frech, 13-Jähriger, was bist du denn für einer? Digga, hast du noch dein gepanzertes Auto? Ja, ich hab den noch, ja. Er hat das jetzt nicht mehr, ne? Hier ist er. Ich komm schnell. Bruder, lass dich nicht töten. Schnell, pass auf. Bruder, lass dich nicht töten, Alter. Er schießt auf mich. Fein. Ah! Oh mein Gott. Er rastet aus, Digga, er hat Minigun. Scheiße, Mann. Und wieder über den Haufen gefahren. Digga, hier, schieß ab mit Minigun. Noch so ein GTA-Kind. Digga, schieß mit Minigun auf den Jack, bitte. Warte, ich muss aufpassen. Digga, hier ist ja richtig Action, Mann. Panzerfaust. Warte, wo? Ich hab keinen Panzer. Wann kommt der Typ? Gelenkrakete, Digga. Da kommt der Typ im Chat, komm, wir müssen ihn runterballern. Nein, er hat mich getötet. Haha, nice. Wenigstens hast du ihn getötet, Digga, sehr gut, Alter. Was die hier machen können, oder was? Die glauben, sie könnten hier die... Wo ist der Noob? Wo ist das kleine Kind von ihm? Keine Ahnung, Mann. Wo ist der jetzt hin? Digga, hallo, kleines Kind? Ich glaube, der ist abgehauen jetzt. Ah, der ist heulen, Alter. Ich glaube auch, der heult jetzt. Pass auf, der schießt mit Raketenwerfer rum. Nee, der kann nix.
Der wird von den Cops abgeknallt. Warte, ich stürm. Ach so, Mann! Komm, lass mich einchecken! Komm schnell rein, Bruder! Oh mein Gott, dieser Sniper und so ein anderer hat mich ausgeschaltet. Boah, Alter, jetzt ist ja richtig Krieg gerade, ey. Ey, dieses Kind weiß auch nicht, wann Schluss ist, ne? Alter, nee. Hab ich mich gerade gedreht. Ey, fuck, mein Auto hält nicht mehr viel aus, Mann, ich muss hier weg. Oh mein Gott. Ey, dieses Auto hält so viel aus, das ist so nice. Ah, wir haben Ed's Customs blockiert. Ey. Pass auf. Power. Digga, was sind das denn hier für Leute, Mann? Schießen. Mit was denn? Du hast doch vorne Waffen. Schieß sie vorne ab. Digga, der nächste, den wir abfacken. Digga, weißt du, sie kommen einfach schießen, denken, sie können ja Fax mit uns machen. Wie das aushält, wa? Das. So eine Warte! Ich steck aus. Ja, komm, fick ihn. Mach ihn kaputt, Digga. Nice. Bam, Junge. Niemand macht Fax mit uns, Mann. Digga. Niemand macht hier Fax mit uns. Ey, Bro, weißt du, wo der Typ ist? Dieses GTA-Kind? Digga, der ist heulen gegangen, Mann. Wir haben ihn so zerstört, Mann. Ja, ich meine, wir haben ihn richtig zerstört, aber Alter, ich weiß gar nicht. Der ist heulen. Digga, fahr mal zum Strand. Normalerweise will er uns jetzt die ganze Zeit kaputt machen, aber ich seh den gar nicht mehr, ey. Ja, Digga, guck mal, gerade hat er noch so eine große Fresse gehabt, der hat da nichts mehr. Immer so, ne? Und dann auf einmal. Digga, er denkt auch, er wäre King Crybaby. Der Typ ist am Strand. Lass mal hinfahren. Ist er am Strand? Ja, ich hab auf der Karte gesehen. Er ist am Strand. Fangen wir mal. Ey! Digga, dieser Bastard. Der verfolgt uns, Digga. Was ist der Bastard? Er ist abgestürzt, Digga! Was für ein Vollidiot, ey. Scheiße, Mann, Digga. Das ist so ein Loser, ey, Junge. Ich glaub, ey, Leute, wenn ihr wollt, dass wir den Typ im Chat als Nix zerstören, lasst uns jetzt mal ein Like da. Oh, Digga, der ist so frech. Ey, den merk ich mir. Coldplayer irgendwas, Coldplayer, Alter. Der wird auch noch heulen. Der wurde auch, guck mal, der hat mir auch schon so oft gekillt. Der ist bestimmt auch schon am Heulen. Ey, guck mal, der ist ja wirklich am Strand. Der ist ja wirklich, ey. Halt deine Fresse. Hä? Halt deine Fresse. Warte mal, da vorne ist er irgendwo. Wo ist er? Ey, hallo. Hallo? Ey, komm mal runter da oben. Ey, warte, hier sind Haftbomben. Hier sind Haftbomben, Bruder. Bei der Leiche liegen Haftbomben. Leute. Komm mal runter. Hey. Ich hab die Frau da getötet. Ja, ich weiß. Und hast, wir haben dich getötet. Und du hast Haftbomben dahin gegeben. Die tut mir voll leid. Ja? Tut sie dir voll leid? War alles so schlimm. Okay, du kannst dich jetzt entschuldigen oder wir knallen dich ab. Ganz einfach. Will das nicht mehr. Wie, du willst das nicht mehr? Ich hab keinen Bock mehr. Ja, dann entschuldige dich und dann lassen wir dich in Ruhe. Guck ich mal die Frau da an. Nein, wir gucken uns nicht die Frau da an. Guck mal, die macht sogar Pipi. Ich glaub, die war ein Roboter. Nee, ich guck sie mir nicht an. Aber kann mal ja hingehen, ne? Schlag ihn mal, dass er mitkriegt, was hier überhaupt los ist. So, ey. Kleiner Pisser soll... Versuchst du uns jetzt hier gerade nochmal abzuziehen, oder was? Wenn du willst. Digga, lass ihn mal ein bisschen zusammenmöbeln, damit er... Nicht abstechen! Töt ihn. Du kleiner Pisser, nicht ab, töt ihn nicht. Entschuldige dich jetzt. Töt ihn nicht jetzt. Entschuldige dich, oder wie kriegst du das? Du hast keinen Ausweg. Wir haben dich hier die ganze Zeit abgezogen. Ja. Du musst wissen, wann es vorbei ist. Guck mal, ich will der Frau noch ein letztes Wort sagen, okay? Nein, warte. Was willst du denn jetzt machen? Guck mal die Frau bitte an. Ja, wir gucken die Frau an. Ich will da nicht hingehen. Ganz genau. Hallo, GTA-Kind. Man sieht, dass da Haftbomben liegen. Bist du blöd, oder was? Nein, das sind Spielzeuge. Sind das Fidget Spinner, oder was? Ja. Das sind leuchtende Fidget Spinner. Pass mal auf. Entschuldige dich jetzt, aber wir werden nicht weiter zerstören und wir werden auch Anzeige bei der Polizei machen. Okay, ich steig ein, okay? Nein, du steigst nicht ein. Max, zieh raus, Max. Komm rein. Warte, nein. Wo willst du denn mit uns hinfahren? Ja, wo willst du denn? Ein schönes Pferd, wirklich. Komm, lass mal einsteigen. Okay. Ich halte dir mal Knacher an den Kopf hier. Digga, schieß ihn ab! Was ist da los? Der Pisser, Alter, Junge. Der wird sich sogar selbst in die Luft. Ey, der ist so frech, ne? Dieser kleine Bengelmann. Irgendeiner ist hier gerade bei mir. Ich hab ihn. Ey, nein, töte ihn doch nicht. Er hat gar nichts gemacht. Max Power Gamer, Digga. Philipp, töte ihn einfach. Er hat doch gar nichts gemacht. Du kannst dich entschuldigen oder ich werd's deiner Mutter Marianne sagen. Entschuldige dich. Sag's nochmal. Nochmal sagen, was? Ja. Ey, entschuldige dich jetzt oder ich werd's deiner Mutter Marianne sagen, okay? Ey, aber weißt du denn? Tja, ich kenne deine Mutter und du. Ich weiß auch, dass du kein GTA spielst. Okay. Komm da jetzt mal. Der hat da schon wieder Haftbomben hingelegt. Der Typ ist absolut krank, Alter. Du wolltest dir. Was? Was wolltest du? Nee. Hör mal auf, ey. Pack mal die Haftbomben weg hier. Alles cool, Mann. Alles cool. Es gibt keinen Grund. Pass auf, Digga. Ich glaube, der will dich hochjagen. Es gibt keinen Grund, das Leben sich zu nehmen. Nein, ich will nicht mehr. Die Polizei kommt auch schon. Hör lieber auf damit. So. Mach keine Scheiße. Komm, jetzt bitte, jetzt sei. Nein. Du musst jetzt auch nicht heulen. Entschuldige dich einfach und alles ist einfach gut. Einfach entschuldigen, alles okay? ist gut, ja. Ey. Entschuldigung. Digga, Philipp, ich glaube, wir haben ihn echt voll fertig gemacht, ne? Da kommt jemand mit meinem Auto. Ey.
Weißt du, was ich glaube? Was denn? Wir wurden gerade überrascht von jemandem. Locker ist es ein Freund von dem GTA-Kind. Die haben uns gerade wieder nur Ich glaube, die haben uns gerade wieder nur verarscht. Alter, der hat nur so gemacht, als wäre er traurig. Und dann ist sein Freund gekommen, hat uns abgezogen oder so. Leute, falls ihr weiter wollt, dass wir den verarschen und dass wir den fertig machen, schreibt es unten in die Kommentare. Das soll es gewesen sein für den heutigen Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Haut auf den Kopf, dein Schönes gelöst und zusammen mit Primax. Peace. Leute, ey, heute haben wir den auf jeden Fall ordentlich fertig gemacht. Wenn ihr davon noch einen zweiten Teil mit Philipp haben wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Hat mir mega Spaß gemacht mit Philipp. Und schreibt mir gerne einen Kommentar. Dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute. Euer Primax.